Schon relativ lang mit dem Kammerorchester zusammen. Ich genieße es immer sehr, mit den Musikerinnen zusammen zu arbeiten. Es sind mit allen, die ich bis jetzt zusammen geschafft habe, ist es eigentlich immer ein Fest. Ich finde es faszinierend jetzt mit dieser Gruppe, ich nenne sie immer die Strovels. Die sind unglaublich vielfältig. Sie spielen nicht nur verschiedene Instrumente. Sie wechseln auch sehr einfach die Genres. Es ist nicht nur klassische Musik. Es ist Popmusik, es ist Jazz, es ist Tango-Musik. Wir gehen zusammen durch die ganzen verschiedenen Musikstile. Und sie singen und sie spielen. Also, ich sage es lieber auf Englisch, they act. Wir haben angefangen zu viert bzw. zu fünft mit mir, mit Klassenzimmerstück. Nachher ist es weitergegangen mit einem Hörbuch. Es hat eine CD gegeben mit allen Struwwelpeter-Geschichten. Und alle guten Dinge sind drei. Wir haben als drittes jetzt eine Revue auf die Bühne gebracht. Eine Weihnachtsrevue. Wir haben geprobt bis kurz voran. Wir haben nicht viele Proben gehabt, gemeinsam mit der Maite Cantorei, und es war alles sehr scary, sehr wackelig gewesen. Und im Notfall lachen, das ist unser Plan. Wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, machen wir. Das kommt immer gut, oder? Und von dem her unglaublich, was jetzt rausgekommen ist, was noch passiert ist in der Zwischenzeit, zwischen Generalprobe und Premiere. Ich habe es sehr, sehr genossen. Ich selber bin als Regisseurin auf der Bühne gestanden, als Hund, und bin Teil davon gewesen. Das ist anders als sonst, wenn ich im Publikum sitze. Wir sind sehr begeistert gewesen, was jetzt oben auf der Bühne passiert ist, wie was passiert ist. Sehr zufrieden. Und ihre Tränen fließen wie Bächlein auf den Wiesen. Und ihre Tränen fließen wie Bächlein auf den Wiesen.